Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und weiter geht's hier. Wir standen gestern vor der Exit Zone, das heißt, wir kommen jetzt endlich aus diesem tristen und ja, doch langweiligen Vault raus, denn dieser Vault ist doch. Ja, es ist, verbirgt viele Rätsel, auch die Terminals, auch wenn ich jetzt nicht alle angeguckt habe, aber ab jetzt läuft ja das Dings. Oh, wir sind doch noch nicht draußen. Wie schön. Ich dachte, wir gehen jetzt raus, aber naja. Dann sind wir halt doch noch ein Stück drin. Wie gesagt, viele. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Die ganzen Kyro, die mit uns im tiefen Eisschlaf. Ah! Erschrocken. Die mit uns im Eisschlaf waren, die sind alle tot. Auch meine Frau und auch mein Kind wurde genommen. Und ja, also. Ich weiß nicht, ich glaube, hier geht's. Ach doch, wir sind jetzt wirklich in der Exit Zone. Das ist hier der Weg. Nach bin draußen. Nur noch ich übrig. Da jeden, den ich anklicke, sagt er, oh mein Gott, alle tot. Ja, ist auch komisch, ne? Also, man muss ja mal festhalten. Wo geht's denn hier noch hin? Soll ich da jetzt echt hinlaufen? Nee, da komme ich hier unten wieder raus. Nee, komm. Werkzeugkasten. Also das Ding haben sie wirklich riesig gemacht. Hier kommt man auch nochmal runter. Wasser trinken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Können wir mal gucken, wie wir hier von außen aussehen. Also wir können hier hinter noch, aber ich glaube, da kann man ja her, oder? Das sind das andere Räume. Nö, da kann man her. Okay. So, dann würde ich sagen, entfernen wir uns nach draußen. Und sehen uns endlich mal die Welt da draußen an. Bin ich auch so, schon sehr gespannt, hier im Klemmbrett. Ein Pip-Boy. Der ist natürlich sehr wichtig. Ich habe mich schon gefragt. Wenn wir das kriegen. Copyright, bla bla bla. Ist Lied. So, R2 wechselst du die Reiter. Okay. Statt. Das Stadt. Status. Stadt. Aber jetzt kann ich hier doch hin und her. Ich habe aber keine Lebenspunkte. Dann haben wir hier das Inventar. Kleidung. Brille können wir noch aufsetzen. Und den neuen Vault-Anzug. Dann haben wir hier die Hilfsmittel noch: Stimpack und Rad, Kakerlakenfleisch. Diverses. Ach, Schrott. Da werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen was raussortieren müssen. Mods haben wir noch nichts und Munition. Okay, dann haben wir hier Daten. Da haben wir die Aufgaben: Zeitreisen für Anfänger, Werkstätten und Statistiken. Okay, dann haben wir hier die Map. Okay, und wir haben Radio. Wo ich sagen muss, will ich das? Wie stellt man da rum? Ach, guck hier, dieses Blatt, das ist nämlich auch mit drin. Wir haben jetzt alles gleich. Und können uns dann. Ah, okay, das ist ja geil gemacht. Ja, so ein Blatt ist nämlich auch in der Hülle drin. Kann man ausklappen und dann. Wie kann man denn. Wie kann man den Radius suchen? Muss der hier irgendwie wieder. Nee. Ach, hier kann ich ranzoomen, okay. Mit dem Touchpad, also ich kann hier nichts machen. Radio. Nee, und dann höchstens hier X. Nee. Nee, kann ich nichts machen. Okay. Da würde ich sagen, Vault-Türsteuerung. Okay. Puff, verlasse Vault 100. Eingeleitet. Bitte zurücktreten.
Oh, Sonne. Wahnsinn. Wir müssen über die Brücke raus. Und wir gehen ins Licht. Wir gehen ins Licht. Wir gehen nun endlich in die weite Welt. Aus dem Kyroschlaf raus. Und hinein ins Leben. Oder ins Nichtleben. Wir werden sehen, was da rauskommt. Und hier ist der Fahrstuhl, mit dem wir auch nach unten gefahren sind. Oh Mann. Ich bin doch schon sehr gespannt, wie die Welt aussieht. Man hat zwar in den Trailern und so gesehen, ist klar. Aber es ist doch um einiges anderes, wenn man das... Möchtest du etwas ändern? Name, Special, Aussehen, fertig. Nö, ich will nichts ändern. Dankeschön. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Level 1. Durch die Strahlung wurde der gewöhnliche Kaiserskorpion zum tödlichen Ratskorpion, der eines der gefährlichsten Raubtiere des Ödlands ist. Vorsicht vor den Scheren und seinem Giftstachel. Das ist ja mal grauenhaft. Der Wachbot ist einer der gefährlichsten... Achso, das habe ich schon gelesen. Okay. Raus geht's. Geh nach Hause. Wahnsinn. Die Welt baut sich auf und hier ist nichts mehr so, wie es mal war. Alles ist kaputt. Wahnsinn. Alles kaputt. Okay. Gibt's denn hier irgendwas? Was haben wir denn hier? Ich hab hier irgendwie. Gehe ich hier an irgendeinem Zahnrad anderen vorbei? Ist das oben? Nö. Warum ist hier ein Zahnrad? Zack. Das muss ja hier irgendwo sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wahnsinnig cool sieht das aus. Wahnsinnig cool. Wir sind jetzt raus hier. Und wo kam er denn überhaupt her? Wo ging es denn nach Hause? Hier gibt es nichts. Alte Autos, verrostet, kaputt. Ventilator nehmen. Da liegen ein paar Leichen, Kaffeekanne. Schreibtisch hier, das war mein alter PC, ein Eisenbecher. Okay. Jetzt sind hier oben noch was in den Gebäuden drin. Achso, Kreis ist der Pip-Boy. Viereckiges Nachladen, klar. Ach, dreieckiges Springen. Okay, das habe ich gesucht. Baseball. Okay, hier gibt's. Aha. Red X. Hier ist ein Bagger oder sowas. Und hier habe ich doch noch was gesehen, genau. Was liegt denn hier? Ein Nuke-Cola. Ja, das nehmen wir uns alles mit hier. Oh, den Aufzugsknopf kann man sogar betätigen. Kann man den... Okay, scheint nichts zu passieren. Der Aufzug ist... Irgendwo da hinten ist explodiert. Okay. Also wir sind hier hinten hergekommen, glaube ich, ja. Ich glaube, hier kam man rein. Genau, hier kam man rein. L3, um zu sprinten. Ich würde mich auch viel lieber ein bisschen umgucken. Als hier rumzusprinten.
Boah, es sieht so cool aus. Und das war das, was ich an den letzten Teilen so vermisst habe. Es sah alles so aus. Hier sieht es irgendwie kaputt, aber trotzdem geil aus. Und die letzten Teile waren alle so... Okay, wo kam ich denn her? Ja. Die haben den Weg weggemacht. Ich glaube, hier lang muss ich da laufen. Ne? Alter, bin ich jetzt erschrocken. Okay, hier gibt es auch Maulwürfe. Oh mein Gott. Maulwürfe. Oh, was ist denn hier los? Ach ja, ich erinnere mich, dass wir über eine Brücke gelaufen sind. Über eine kleine. Ich werde selber mal hier in diese Richtung laufen. Die Brücke scheint es ja nicht mehr so zu geben, wie man sie kennt. Ein bisschen umgucken. Wer weiß, was hier noch ist. Ach, mal eine Blume. Mal mitnehmen. Und hier sind wir zu Hause. Sanctuary. Ja. Das war unser Zuhause, unsere Stadt. Wahnsinn, kleines Käfterle. Aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, welches jetzt überhaupt unser Haus war. Und da steht hier ein Auto. Okay. Ich würde sagen, es ist immer ein guter Anfang, wenn man... Oh. Okay, du hast einen Strahlungsschaden erlitten. Eine maximale Gesundheit zu reduzieren, sucht einen Arzt und nimmt Rad dabei, um... Okay, was kann man denn hier herstellen? Braten. Na, dann machen wir doch hier mal anfertigen. So. Getränk kann man nix. Ich hab die Brille auf, auch cool. Fernseher. Da ist nichts mehr zu aktivieren. Dinner-Tablet. Ich glaube, früher standen mal in den alten Teilen noch die Werte dort. Wie viel so eine Sache auch wert ist, die man hier einsammelt. Aber da hätte man die auch gleich stehen lassen können. Okay, die Schränke kann man auch nicht aufmachen. Leere Milchflasche. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal durch die Bank alles mit. Und lernen dann mit der Zeit aus. Je nach Wert. Und dann fitzen wir uns da schon irgendwie rein, was hier was sich lohnt mitzunehmen. Oh, wir haben ja Geld, war das, oder? Radio. Kerzen, okay. Dann raus aus dem Haus, das hat man durchsucht. Gehen wir in das nächste. Halt. Ja, aber ich habe gemerkt, das lockt andere Viecher an. Das Rumgeschieße. Okay, in das Haus kommt man nicht rein. Ach, das ist komplett zerlegt, da brauchen wir gar nicht reingucken. Da brauchen wir gar nicht überlegen, ob wir da rein wollen.
Dann hätten wir hier noch ein schönes Haus. Können wir uns überall hinsetzen. Fernseher aktivieren, da wird nichts passieren. Es hat sich gerimt, yeah. Und ich weiß nicht, wie es hier mit der Musik aussieht. Also ich kann ja mal ganz kurz testweise mal darüber stellen. Ich habe da nämlich keine Lust, dass man hier irgendwie... Was ist, bleibt jetzt da? Ja, ja, komm, ich merk's schon. Ich seh's schon kommen. Jo, jo, Dingsbums. ID-Treffer. Nee, das lassen wir mal lieber. Das ist nicht so gut. Wir wollen ja gerne... Ich will ja, dass ihr das Video hier sehen könnt. Oh, wir haben ja noch eine Pistole. Okay, wenn man hier gut sucht, dann findet man auch was. Eine Sicherung gefunden. Hier ist ein Stuhl. Da ist nichts. Nichts. Oh, was haben wir denn hier? Provisorische Bombe entschärfen. Oh. Entsperre Safe. Einsteiger. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Okay, eine Haarklammer bräuchten wir. Eine Haarklammer. Kann denn hier nicht irgendwo eine Haarklammer rumliegen? Hier ist nochmal Medex. Okay, hier ist nichts. Das ist doch scheiße. Ich will jetzt eine Haarklammer haben. Basketball. Ja, aber das wird der größte Teil des Spiels hier wahrscheinlich auch werden. Und zwar suchen, was das Zeug hält. Aber das ist ja normal. Looten ist wichtig bei solchen Spielen. Um dann später Geld zu bekommen, um dann, ja. Und hier wird sowieso noch wichtig, weil man kann ja dann noch seine eigene Basis und so richten. Und ja, das zweite Haus. Links, das gelbe Haus, kann man in den Briefkasten reingucken. Ja, aber da ist nichts drin. Und ich weiß nicht, was man dann alles braucht, so geldmäßig und so. Nichts drin. Ja, sehr schön. Oh, eine coole Gitarre, die will ich haben. Ach nee, ist gar keine Gitarre. Was sind das? Ein Rasentrimmer, oder? Irgendwie sowas. Ungefüllter Kickball, ja, nimm mal. Den kann man ja mal füllen. Ah, hier geht's rein. Oh, was ist denn jetzt? Ach, jetzt kann ich das hier schon machen. Aha. Ja, dann mach mal, annehmen. Oh, cool, nicht getroffen. Brauchen wir auch nicht. Ja, damit muss ich mich erstmal klar. Oh, eine Zigarre. Muss ich erstmal klarkommen. Was haben wir hier? Kann man sich hinsetzen. Also wer hier bei solchen Spielen anfängt nicht zu looten oder so, der ist glaube ich selber schuld. Wer da einfach durchrennt oder so. Weil ich muss mich erst reinfitzen. Es gibt viele Gegenstände, die überhaupt keinen großartigen Wert haben, die sich überhaupt nicht lohnen, da überhaupt nachzugucken oder sich einzustecken. Aber, oh, zwei Stimpaks. Aber ich spiele das Spiel hier auch zum ersten Mal. Und dann müssen wir erstmal gucken, was das so für Werte hat. Eine Haarklammer. Ach, wieder eine Haarklammer brauchen wir. Mhm. Wir brauchen also zwei Haarklammern, liebe Freunde. Zwei Haarklammern. Okay, in den zwei Häusern hier an der Kurve sind Haarklammern. Brauchen wir Haarklammern. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay, wir haben auch noch ein Haus. Aber das haben wir aber schon durchsucht. Ja, wir waren hier alles schön auf dem Kopf. Ach, guck mal. Ach, der mäht noch.
Ach, ist ja Quatsch. Ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Godsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du schon gesehen, es ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Er ist fort, verdammt. Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal halten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Wie schwer es ist, jemanden zu überreden, erkennst du an den Farben Gelb, Einfach, Orange, Mittel und Rot schwer. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Konzentrieren, hör auf, bleib bei mir. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Holoband? Das ist immerhin etwas, ist nicht viel. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendwas Gefährliches? Vielleicht, ja, nein. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Okay, den folgen wir später. Da würde ich sagen, wir gehen nochmal ins Haus rein, oder? Der soll mal da derweil wegwedeln. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Denn Montag und Mittwoch, 14 Uhr, wird es immer Fallout geben. Und ja, das waren jetzt die Ausnahmen gestern und heute.
weil es eben gestern rauskam und heute Mittwoch ist. Und es ja am Montag und Mittwoch kommt. Und deswegen jeden Montag, Mittwoch, 14 Uhr wird es hier kommen. Ich freue mich schon drauf, weiter zu zocken. Und das war's erstmal für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann werden wir hier noch die Häuser alle durchsuchen. Und wir brauchen noch zwei Haarklammern. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.